Der Sepp Rennsteiner konnte sensationell bei der Weltmeisterschaft in Bern den 3. Platz in der Klasse F3C Modellhubschrauber erreichen. Er war auch bei der heutigen Landesmeisterschaft in Eisenerz die dominierende Persönlichkeit. Wie groß ist ungefähr der Zeitaufwand, den Sie für dieses Hobby verwenden? Der Zeitaufwand ist heuer für mich riesengroß gewesen. Ich bin heuer vor der Weltmeisterschaft praktisch 2 Monate vorher jeden Tag geflogen und das zwischen 3 und 5 Liter Sprit, also das sind bis zu 3 Stunden reine Flugzeit. Aber wie gesagt, das war einmalig heuer und es ist mir dadurch sehr gut gegangen und ich wäre bald Weltmeister geworden. Also das war also eine ausgesprochen hervorragende Leistung. Er konnte als einziger Europäer sich in die Spitzenränge hineinfliegen. Und Herr Brennsteiner, seit wann betreiben Sie dieses Hobby? Ja, das Hobby Modellfliegen betreibe ich eigentlich schon seit meiner Schulzeit. Also Modellhubschrauber fliege ich seit 1972. Und es ist eigentlich eine persönliche Freude mit dem Gerät, dass man überhaupt das steuern kann, dass man nicht abstürzt. Und man wird halt immer besser, wenn man viel trainiert.